Grüezi miteinander. Mein Name ist Philipp Gmür, ich bin Group CEO von Helvetia und ich darf Ihnen heute die Jahreszahlen 2020 präsentieren. Unser Jahresergebnis 2020 war geprägt durch drei Elemente. Erstens freut es mich, dass die Akquisition in Spanien so erfolgreich gelungen ist. Gasser ist überdurchschnittlich stark gewachsen und Gasser ist sehr profitabel. Das bedeutet, dass diese Firma bereits nach 6 Monaten einen entscheidenden Gewinnbeitrag an die Helvetia-Gruppe leistet. Zweitens vermochten wir, das Kerngeschäft strategiekonform weiterzuentwickeln. Wir sind in allen drei Segmenten, in der Schweiz, in Europa und im Bereich der Specialty Markets, in der Nichtlebensversicherung gewachsen. Und in Europa haben wir darüber hinaus große Fortschritte gemacht im Absatz von anteilgebundenen Lebensversicherungen. Drittens, wie könnte es anders sein, hat auch Covid-19 Spuren in unserem Abschluss hinterlassen. Während wir in der ersten Jahreshälfte noch unter Kapitalanlageverlusten und einer überdurchschnittlich hohen Schadenquote gelitten hatten, profitierten wir im zweiten Halbjahr von freundlichen Aktienmärkten und einer guten Geschäftsentwicklung. Mit dem Jahresabschluss 2020 endet auch unsere 5-jährige Strategieperiode. Wir haben uns vorgenommen, das Kerngeschäft zu stärken, neue Geschäftsmodelle zu erschließen und von Innovationen zu profitieren. Mit der Akquisition von Gasser in Spanien gelang ein entscheidender Schritt zur Stärkung des Kerngeschäftes. Zu den Highlights unserer neuen Geschäftsmodelle gehört die Lancierung des Helvetia Swiss Property Fund, die Etablierung von Moneypark als führender Hypothekenbroker in der Schweiz und schließlich Smile, die Nummer 1 Online-Versicherung in diesem Land mit mittlerweile etwa 100 Millionen Schweizer Franken Prämien und 150'000 Kundinnen und Kunden. Zusammengefasst, wir haben in der ablaufenden Strategieperiode alle unsere finanziellen Ziele erreicht, namentlich ein profitables Wachstum, und wir haben, wie versprochen, über 1 Milliarde an Dividenden an unsere Aktionärinnen und Aktionäre ausgeschüttet. Was nun sind unsere Ziele für die nächsten Jahre, für die Strategieperiode Helvetia 2025? Das Leben ist voller Chancen und Risiken. Und wir sind da, wenn es drauf ankommt. Um dieses Versprechen einzulösen, streben wir danach, beste Partnerin zu sein für finanzielle Sicherheit und Standards zu setzen bei Kundenconvenience und beim Kundenzugang. Die Zielsetzung für die nächsten Jahre besteht deshalb zunächst darin, überall da präsent zu sein, wo Versicherungsbedürfnisse entstehen, und das mit dem passenden Angebot. Das hilft uns, profitabel zu wachsen und chancenorientiert neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Für unsere Markteinheiten bedeutet das Folgendes. In der Schweiz wollen wir unsere Stellung als führender Allbranchenversicherer weiter ausbauen. In Europa wollen wir das Geschäft zum zweiten starken Standbein weiterentwickeln. Und wir wollen im Bereich der Specialty Markets in selektiven Nischen und in der aktiven Rückversicherung weiter profitabel wachsen. Wir haben uns ambitionierte finanzielle Ziele gesetzt. Dabei fokussieren wir auf profitables Wachstum, operative Effizienz und eine nachhaltige Dividendenfähigkeit. Einfach, klar, Helvetia.